Herr Lorenz, man soll bei Wissenschaft eigentlich nicht vom Nutzen oder vom Sinn einer Disziplin sprechen. Aber wollen wir es trotzdem mal tun? Die Ethologie, was für einen Nutzen hat sie eigentlich? Es ist sehr richtig, dass es eigentlich keine angewandte Wissenschaft gibt. Es gibt nur Anwendungen der Wissenschaft. Und die Ethologie, die gewissermaßen Physiologie des tierischen und menschlichen Verhaltens ist, hat selbstverständlich ihre Anwendung, wie alle Physiologie, in der Pathologie des tierischen und menschlichen Verhaltens. Und heute ist sie besonders wichtig, weil die ganze Menschheit ein Fehlverhalten zeigt, das einem Suizid, einem Selbstmord gleichkommt. Was sind die Ursachen? Oder bleiben wir zunächst mal bei den Phänomenen? Ja, also die Phänomene sind vielfältig. Schauen Sie, fast alles, was in fast alle menschlichen Instinkte, die zu einem gewissen Grade als Menschenrechte betrachtet werden müssen, funktionieren fehl, wenn statt der Elf-Mann-Sozietät, auf die sie gebaut sind, eine Elf-Millionen-Sozietät da ist. Die Vermassung macht zum Beispiel den normalen Ordnungssinn des Menschen, der eine Tugend ist, Ordnungssinn ist eine Tugend, wenn sie das ist die Organisation des Haushaltes, liegt auf dem Ordnungssinn, beruht auf dem Ordnungssinn der Hausfrau. Wenn Sie jetzt aber einen Riesenstaat haben, müssen Sie überorganisieren. Das heißt, Sie müssen Gesetze einführen, die eigentlich schon der menschlichen Freiheit Abbruch tun, indem Sie die menschlichen Tätigkeiten kanalisieren müssen. Immer stärker einschalten. Immer stärker einschalten, sodass die 80 Millionen Sozietät eigentlich schon mit menschlicher Freiheit nicht mehr ganz vereinbar ist. Und ein anderes Beispiel für eine programmierte, also im Menschen genetisch veranlagte Eigenschaft oder Leistung ist das Bedürfnis nach Gerechtigkeit. Du sollst so viel haben wie ich und das mit 80 Millionen multipliziert, führt das zu einer Gleichmacherei, zu einer Entindividualisierung. Und wenn irgendetwas ein angestammtes Recht des Einzelmenschen ist, ist es sein Recht auf Individualität. Könnte man dann fast sagen, dass so Probleme, wie wir sie heute haben, zwischen Kommunismus und Kapitalismus, also zwischen Massen und dem Einzelnen, es vielleicht früher deswegen nicht gegeben hat, weil die Sozietäten kleiner waren. Ganz richtig, haargenau richtig. Die Sozietäten sind, also die Größe der Sozietäten ist eine der wichtigsten Wurzeln für all diese Fehlverhaltensweisen. Und Sie können sich die großen Sozietäten der verschiedensten Doktrinen nebeneinander anschauen. Die sind doch verflucht ähnlich. Ich war einmal in Weimar zu einem Kongress bei der, wie heißt die Akademie, der großen deutschen Akademie, Blamage, dass ich nicht weiß, aber so alt bin ich schon. Und da ist mir so angenehm aufgefallen, die Abwesenheit von Plakaten und Lichtreklamen. Ja. Dagegen habe ich mich geärgert über die vielen roten Transparente. Es lebe unsere Freundschaft mit der Sowjetrepublik, es lebe der 1. Mai, es war gerade früher, und so weiter. Und da ist mir plötzlich der Seifensieder aufgegangen. Die Lichtreklamen und die roten Transparente sind analoge Organe. Die sind in ganz gleicher Weise zur Beeinflussung, zur Hypnotisierung der Menschenmassen gemacht und funktionieren auch so. Also Ähnlichkeit der Systeme in den Erscheinungsformen. Ja. Nur achtet man nicht genau auf die Art, wie sich etwas präsentiert. Aber wenn man wenn man vom Inhalt absieht, dann bleibt die Form gleich. Die Form ist vorgegeben. Ja. Die Form ist durch allgemeine menschliche Instinkte gegeben. Schauen Sie, die ganze Reklamwirtschaft, die ganze Technik der Werbefachleute ist ja die beste Tierpsychologie, die Sie vorstellen können. Die also niemals bekanntlich das menschliche Intellekt anspricht, sondern immer menschliche Gefühle anspricht. Wenn irgend möglich den menschlichen Furcht erregt oder Hoffnung erregt, zwischen Furcht und Hoffnung. Und schon wie ich im Jahre 22, das ist jetzt 60 Jahre her,
nach New York gefahren bin, war überall auf der Subway, auf allen Reklamsäulen, war ein wunderschönes, buntes Bild von einem süßen, wunderschönen Mädchen, die traurig dasteht und hinüberlinst auf eine Gruppe von drei jungen Männchen, die sich um ein weniger schönes Mädchen bemühen. Und darunter steht: Her closest friends won't tell her. Ihre nächsten Freunde sagen ja nicht, dass sie nämlich aus dem Mund stinkt, ist die Implikation. Ja, ja. Und jetzt kommen Millionen von jungen Mädchen, von Verlassenen, die keinen Erfolg haben, und glauben, es liegt an ihrem Mundgeruch und kaufen dieses Mittel. Sie haben das Gefühl gerade angesprochen, das durch die Technik der Werbung stimuliert wird. In einem Ihrer Bücher haben Sie mal den Begriff Wärmetod des Gefühls eingeführt. Was haben Sie damit eigentlich gemeint? Ja, also der Wärmetod des Gefühls ist eines der Folgen der Methodik, der eben in Rede stehenden Werbung. Es gibt ein altes deutsches Sprichwort: Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen. Und das Leben wird durch die Technik so furchtbar bequem gemacht, dass man sich gar nicht vorstellen kann, ohne Zentralheizung, ohne warmes Wasser, rinnendes Wasser, ohne Automobil, ohne elektrische Beleuchtung zu leben. Und das Gemeine an dieser Werbung, Gemütlichkeitswerbung, ist, dass sie uns mehr und mehr sensibel macht gegen alles Unangenehme. Wenn ich mir vorstelle, noch in meiner Kindheit, das ist immerhin jetzt sehr lang her, aber da sind eine Reihe von Petroleumlampen gestanden, die mussten jeden Tag geputzt werden. Und in der Früh ist die Resi gekommen, meine Kinderfrau, und hat im Zimmer vom Bubi eingeheizt. Ich höre noch das Knistern des Feuers. Und heute finden sie keine Frau mehr, auch keine arme Frau, auch keine Arbeiterfrau, die nicht selbstverständlich auf eine Zentralheizung mit Entheben von diesen niedrigen Pflichten rechnet. Und ich pflege immer zu sagen, wenn man zweifelt, wie ungeheuer verführerisch dieses immer bequemer werden des Lebens ist, dann sage ich Ihnen, stellen Sie sich vor, dass Sie Ihren Wagen jetzt wegschmeißen müssen, ein Mensch, der selber Auto fährt, nicht ein Kapitalist, der ein Fahrrad. Stellen Sie sich vor, dass Sie Ihren jetzigen Wagen wegschmeißen müssen und Ihren vorvorigen Wagen benutzen werden. Das ist von Seide auf Stroh. Und dann kommt nicht vor, dass ein Automobil langsamer wird. Das ist derselbe Typus, dass der Opel Kadett in der nächsten Ausgabe nächstes Jahr langsamer ist wie der heurige, etwa dabei weniger Benzin braucht. Das gibt es nicht. Mhm. Also ich rede nicht von medizinischen Dingen, also zu den Zahntechnik, Behandlung vor 200 Jahren möchte ich nicht zurückkehren. Aber dass man selber einheizt, dass man von diesen gleichmachenden Bequemlichkeiten absieht, würde dazu führen, dass man sehr viel mehr Freude über die schöne Zeit hat. Also das höchste Glück ist nur durch das Tal der Tränen zu erreichen. Das höchste Glück ist eine Kontrasterscheinung. Alle Wahrnehmung nimmt ja Kontraste wahr, nicht absolute Werte. Und es ist wunderschön, wenn Sie ganz verhungert sind und es Ihnen elend geht und die Ernährung im Nagel wird eine Spur besser und Sie spüren, dass Sie ein halbes Kilo zugenommen haben. Das ist das Schönste, was es gibt. Der amerikanische Psychologe Abraham Maslow hat einmal so eine Art Motivhierarchie aufgestellt und hat gesagt, dass der Mensch zunächst danach trachtet, seine unteren, niederen Bedürfnisse zu befriedigen, nämlich Nahrung zu sich zu nehmen. Auf der nächsten Stufe will er Sicherheit und will sich kleiden. Auf der nächsten Stufe will er dann ein Haus bauen im Rahmen der Sicherheitsbedürfnisse. Auf der nächsten Stufe will er dann irgendeine Art von Liebe, Zuneigung, dann will er Anerkennung und dann will er Selbstverwirklichung. Kann es vielleicht sein, dass die Menschen heute eben es sehr viel leichter haben, diese Stufen zu überspringen und eine Art von Anerkennung, Liebe und Selbstverwirklichung suchen, die man sich früher nicht vorstellen konnte? Ich glaube, dass ein Ungleichgewicht zwischen diesen Motivationen herrscht. Es sind nämlich die, die er als untere bezeichnet, tatsächlich sehr viel leichter zu erreichen. Also genug zu fressen haben und genug zum Anziehen zu haben, das ist ja Breitmassen ohne weiteres möglich. Und auch
Aber wenn es zu persönlichen Dingen kommt, wie zur Selbstverwirklichung, wird es offensichtlich schwerer. Denn als Mitglied der 80-Millionen-Sozietät, als winzige Ameise unter vielen, wird es offenbar sehr viel schwerer, seine Identität zu finden. Die Identität hat man dann gefunden, wenn man ein Interesse gefunden hat, eine Sache gefunden hat, bei der man sich selbst vollständig vergisst. Dann hat man die Identität gefunden. Und das gilt in vollem Maße nur für den Menschen, welcher glücklich arbeitet, der das, was er macht, gern macht. Und darunter ist natürlich der freischaffende Künstler und der Grundlagenforscher am glücklichsten. Das sind nämlich die einzigen Leute, die für das, was ein Geld kriegen, was sie zum Spaß machen. Dann würde das ja bedeuten, dass die moderne Technik beispielsweise mit ihren Apparaten, die den Menschen das Leben immer leichter machen, die sogar das Arbeiten am Arbeitsplatz ersetzen und nur noch so einer Kontrollfunktion, ich würde mal sagen, degradieren, dem Menschen ja Verwirklichung immer stärker nehmen. Also was Karl Marx vor 120, 130 Jahren gesagt hat von der Entfremdung der Arbeit, würde ja heute in einer überhöhten Weise, wie es Marx sich niemals vorgestellt hat, vollständig richtig. Stattfinden. Dem stimme ich vollkommen bei. Denn es ist noch etwas, was bringt mich auf eine andere, zum Teil eine Antwort auf diese Frage. Der Handwerker, der selbst einen Tisch macht, der arbeitet mit Freude, weil nämlich die gekonnte Bewegung, das Gekonnte, gut hobeln können, exakt schneiden, zusammenfügen, die Arbeit des Tischlers, ist eine Kunst, das sind gekonnte Bewegungen. Kunst kommt bekanntlich von Können, sonst hieß es nämlich Wulst, wenn es nur vom Wollen käme, wie Holzmeister einmal gesagt hat. Und die Arbeit macht also Freude. Das ist eine Gunst des Schicksals, ein Segen für den Menschen, dass er gerne arbeiten kann, wenn er so etwas macht, wenn Können dabei ist. Wenn es aber nur das Anziehen einer Schraube des rechten Vorderhinterrades ist, hört die Arbeit auf, Freude zu machen, und dann tritt tatsächlich diese Entfremdung auf. Auf der anderen Seite, es donnert, ist eine schöne Geräuschkulisse, auf der anderen Seite kann die Freude an der Funktion sich unabhängig machen, und es kann in gefährlicher Weise ein Mittel sich zum Selbstzweck aufschwingen und den Menschen beherrschen. Und die Freude an der elegant schön laufenden Maschinerie, die Freude am eigenen Betrieb, sagen wir ein industrieller Betrieb, eine Organisation, die wunderschön zahnradmäßig abläuft, das ist so ähnlich wie eine elektrische Eisenbahn für ein Kind, das freut ihn, und damit wird der Betrieb, wird die Maschine zum Selbstzweck, und die auch an sich normale und gesunde Freude am Wachstum dieses Betriebes führt zum Drang, das zu vergrößern und führt dazu, was der gute Karl Marx auch ganz richtig gesehen hat, dass die großen Betriebe die kleinen auffressen, sich unter den Nagel reißen und die kleineren Betriebe verschwinden. Und das führt auch wiederum zur Gleichmacherei, und dass es früher besser war, menschlicher war, das ist bei Lorenz so. Das macht ja nichts. Dass es früher besser war, liegt darin, dass es damals nicht so zentralisiert war. Was wir anstreben müssen, nicht Technik weg, nicht Technik als unnötig betrachten und über Bord werfen, sondern das, was wir brauchen, ist Dezentralisation. Wenn es nun mal so ist, dass der Mensch über die Freude an der Arbeit, die er macht, an der konkreten Arbeit, die er noch versteht, die er verwirklicht, in Stufen zu einer immer größeren Entfremdung und Gleichmacherei gerät, dass er vom Betrieb zum Konzern degeneriert, zentralisiert, dann hat man irgendwie das Gefühl, wenn das stimmt, dass da ein Gesetz drin steckt. Wie kann man dem denn entgehen, wenn man die Menschenmassen, die nun mal vorhanden sind, eben nicht mehr abschaffen kann? Ich glaube, man kann ihm nicht entgehen. Es ist eine Gefahr, der man nur dadurch entgehen kann, dass man im Detail, so in der symptomatischen Behandlung, den Faktoren entgegenwirkt,
die im Sinne dieser Vermassung. Das heißt, wenn man also sich dieser Angelegenheit bewusst ist, wenn man weiß, was da abläuft, dann kann man zumindest den Tendenzen überall dort, wo es sinnvoll ist, entgegenwirken. Also, ja, Sie haben das Wort bewusst geäußert. Und diese Erscheinungen, alle diese Erscheinungen, einzeln und zusammen, tragen sehr stark den Charakter der Neurose. Und zwar der Neurose im Sinne von Freud. Und es ist bekanntlich immer für die Neurose heilsam, bessert sie zumindest, wenn man die Ursachen der Neurose bewusst macht. Ja. Das zum Bewusstsein bringen macht schon sehr viel. Und man müsste zum Beispiel zum Bewusstsein bringen, Man müsste zum Bewusstsein bringen, vor allem die Technik der Werbung. Ja. Und von dem habe ich schon gesprochen, dass die Werbung immer das Gefühl anspricht und nicht den Intellekt. Und es ist ganz charakteristisch, dass... Bleib sitzen, bleib sitzen, er ist schon da. Das kann man auch rausschneiden. Das ist nicht schlimm, lassen Sie es. Und das Charakteristische ist eine Geschichte, die Aldous Huxley in seinem Buch The Brave New World Revisited erzählt. Da hat ein Philanthrop namens Philene geschrieben, ein Institut zur Immunisierung der Jugend gegen Propaganda eingerichtet. Ah ja. Bei Boston in der Nähe. Ja. Und zwar hat er das gemacht, weil Nazi-Propaganda begann in den Anfang der 30er Jahre amerikanische Jugend zu infiltrieren. Mhm. Und da brachte er also alles zum Ausdruck, was an der Propaganda gefährlich ist, die Technik, die Verblödung, das leise Einreden, das nur Ansprechen der Gefühle, und stellte also diese Methoden bloß zum großen Teil unter Berufung auf Hitlers Mein Kampf. Und hat er Erfolg gehabt bei seinen Bemühungen? Und er hatte bei seinen Bemühungen erheblichen Erfolg. Aber nach etwa einem Jahr kamen die amerikanischen Werbefachleute und holten sich all diese jungen Leute. Sagen, das darf nicht sein, sonst wirkt unsere Werbung nicht mehr. Ach so. Wenn sie der Jugend diese Sachen klar machen, ist unsere Werbearbeit beim Teufel. Ich dachte, die holten sich all die jungen Leute, um sich selbst zu verwenden, sie die Gesetze... Die konnten das schon, nicht? Ah, ja. Die können das schon herrlich. Ja. Der Hitler hat es auch herrlich gekonnt. Die Jesuiten haben das herrlich gekonnt. Junge Leute fangen. Und es gibt heute im Curriculum eines jungen Menschen keine Disziplin, die ihn gegen die blödeste Propaganda immun macht. Und es ist eine Schande für die Menschheit, dass heute für ein Abführmittel, für eine Monatsbinde, für einen Busenhalter, für einen Präsidenten der amerikanischen Staaten mit denselben Mitteln Propaganda gemacht wird. Mit haargenau denselben nicht intelligenten, rein das Gefühl ansprechenden, aber umso wirksameren Mitteln. Und das darf man nicht öffentlich sagen. Herr Lorenz, wir haben jetzt doch relativ viel über die Phänomene gesprochen und über einige Aspekte der Ursachen. Aber gibt es so irgendwie noch grundsätzliche Ursachen, die über das Bevölkerungswachstum hinausgehen? Ja, es liegt natürlich, es ist ein Komplex von sehr vielen Ursachen, über die ich seit Jahren ein Buch zu schreiben versuche. Das soll heißen, der Abbau der Menschlichkeit. Denn es ist tatsächlich das spezifisch Menschliche, das heute in Gefahr ist. Und zum Teil ist die Gesellschaftsordnung daran schuld. Der Wettbewerb, der ganz Großen, der ganz Reichen, ist daran schuld. Es ist ja so, dass wir nicht deswegen, nicht aus Angst vor den Russen, eine gewaltige Atombewaffnung haben, eine Kernkraftbewaffnung, sondern weil die Leute was daran verdienen. Und die Regierungen der Welt sind Marionetten an den Händen, an den Fäden der Großindustrie bewegt werden. Warum ich keinem Politiker einen Vorwurf mache. Ein Politiker kann nicht, selbst wenn er guten Willens ist, muss er das machen, was sein Elektorat von ihm verlangt. Er kann nur das machen, was ihm einen unmittelbaren Elektionsvorteil bringt. Ganz ähnlich wie die Evolution. Nur das machen kann, was einen Selektionsvorteil bedeutet. Und kann nicht um eines zukünftigen Vorteils Nachteile auf sich nehmen. Das ist eine
grundsätzliche Behinderung der Kulturentwicklung, dass sie so blöd ist, dass sie genauso dumm ist wie die Evolution. Wobei man unterstellen muss, dass die Politiker natürlich jeder für sich, das will ich mal unterstellen, besten Willens sind. Sie glauben sogar, dass sie was Gutes tun, was Richtiges tun. Das habe ich ausgesprochen betont, ja, dass der Politiker moralisch zu entlasten ist. Er kann das nicht anders. Sonst wird er abgewählt und weggesagt. Hat er gar nichts, wenn er... Und das Einzige, was man machen kann, ist die Massen erziehen, die leider eben das nicht einsehen. Es ist ein Freund von mir, ein komischer Türke, der Professor für Nationalökonomie in San Francisco ist. Der hat den tiefen Ausspruch getan, es gibt keines unter den heute die Menschheit bedrängenden Problemen, das nicht letzten Endes aus der Vermassung, aus der Übervölkerung käme, noch gibt es eines, das man anders als durch Erziehung lösen könnte. Ja, aber wenn man doch die Menschen so leicht beeinflussen kann, wie es doch offenbar geschieht, dann müsste man sich doch die Frage stellen, ob nicht Leute wie Sie und Hundert und Tausende andere, die doch diese Dinge durchschauen und das auch sehen, die Möglichkeit haben müssten, dem entgegenzusteuern mit einer gleichen Wirksamkeit und Intensität wie beispielsweise diejenigen, die diese Vorstellung durchsetzen können, dass wir eben noch mehr Atomwaffen brauchen, ja, dass wir noch mehr Technik brauchen, dass wir noch mehr Zentralisation brauchen. Das hoffe ich, genau das hoffe ich. Kein Mensch kann daran zweifeln, dass die Welt immer hässlicher wird. Flüsse werden begradigt, Bäume werden abgehauen, es ist also überall scheußliche Wolkenkratzer werden anstatt von schönen Häusern hingebaut. Aber das ist Geschmackssache, darüber kann man streiten. Man kann aber nicht darüber streiten, dass Kriminalität, zunehmend frühe Jugendkriminalität, Rauschgiftsucht ebenso schnell zunehmen wie die Verbetonierung. Und es ist ja geradezu bewiesen, dass Massenquartiere, die Hochhäuser von Oberlaa oder Gropiusstadt in Berlin, dass das die Zentren des größten Verfalls sind. Also die Ballung, die Korrelation zwischen der Ballung von vielen Menschen auf einem Platz und den ethischen Verfallserscheinungen steht außer jedem Zweifel. Das kann man statistisch nachweisen. Wie beurteilen Sie, wenn Sie das so vielleicht in einem Schlussgedanken versuchen wollten, die Entwicklung der modernen Technik? Ich denke jetzt an alles, Elektronik, ja, Überschallverkehr in der, ja, Luft, auch Waffentechnologie, von der ja sehr viel in die privaten Haushalte nachher übergreift. Ja. Wie beurteilen Sie das unter dem Gesichtspunkt der einer gesunden Entwicklung des Menschen? Es ist die zukünftige Entwicklung der Technik. Der sind keine Grenzen gesetzt. Richtig. Er kann immer gescheiter werden, er kann immer rationeller werden, immer komplizierter werden. Was er nicht kann, ist mehr Energie verbrauchen. Ich bin durchaus nicht ein Feind der Technik, was mir auch immer in die Schuhe geschoben wird, wenn ich gegen neue Fabriken und sowas bin. Aber ich bin durchaus dafür, da ich bin mir bewusst, sagen wir so, was jedes Schulkind verstehen muss, das einmal Zinseszinsrechnung verstanden hat. Das heißt, dass ein exponentielles Wachstum im ähnlichen Raum zur Katastrophe führen muss. Und das Zweite ist, was jede Hausfrau weiß, jede Bäuerin weiß, dass ich nicht mehr ausgeben kann, als ich einnehme. Und das einzige Legitime, was die Erde einnimmt, ist die Sonnenstrahlung. Alles andere heißt vom Kapital leben, auch wenn es fossile Energiestoffe sind. Und das schließt Wachstum nicht aus. Das schließt Entwicklung nicht aus. Das schließt vor allem die Entwicklung der Technik nicht aus. Die Technik werden eine sehr verfeinerte Technik brauchen, um bestehen zu können. Mit dem, ohne die Menschheit wesentlich zu reduzieren, wird eine sehr viel verfeinerte Technik notwendig sein, um mit den Einnahmen, die wir vom Himmel, die uns der Himmel schenkt, auszukommen. Das ist eine einfache, hausfrauliche Rechnung. Und ich möchte einen Satz zitieren, den der auf einem Kongress über den Menschen und das Meer vor 5 Jahren in Tokio der japanische Minister für Meeresökonomie getan hat. Er hat gesagt,
Ökonomie und Ökologie sind dasselbe. Ökonomie ist kurzsichtige Ökologie und Ökologie ist auf lange Sicht die beste Ökonomie. Wir haben so viele grundsätzliche Fragen angesprochen, Herr Professor Lorenz. Aus Ihren Büchern und Artikeln habe ich manchmal das Gefühl entnommen, dass Sie ein religiöser Mensch sind, ohne dass man dass für Sie der Begriff Gott, wie er in Religionen verwendet wird, so konkretisiert werden kann. Wenn man aber in diesem Sinne ein religiöser Mensch ist, ist da nicht irgendwo eine Hoffnung auf ein weniger katastrophales Ende, dass der Punkt of no return eben nicht erreicht wird? Es ist, ich will einmal zur Religiosität etwas sagen. Ich bin kein gläubiger Christ und ich liebe es nicht, wenn der Name Gottes, auch wenn man es mit großen G-O schreibt, eitel genannt wird. Die Anthropomorphisierung Gottes als eines liebenden Vaters ist für mich schon eine Blasphemie. Religiosität ist für mich so zu definieren, wie es ein Quäkerfreund von mir, Professor, ein englischer Zoologieprofessor, dessen Namen ich nicht nennen will, definiert hat, sagt: Religiosität ist das Bewusstsein des Einzelnen, Teil einer sehr viel höheren, größeren Ganzheit zu sein, die ist unendlich viel größer und wertvoller ist als er selbst, aber er muss sich gleichzeitig als vernunftbegabtes Wesen für das Ganze verantwortlich fühlen. Und das finde ich eine wunderschöne, in diesem Sinne bin ich ein höchst religiöser Mensch. In dem Sinne kann man ja vielleicht auch optimistisch sein. In diesem Sinne, schauen Sie, dieses Gefühl, das können Sie ja, Sie können Werte nicht in der Sprache der Naturwissenschaften definieren. Eine der größten Wahnideen, der weit verbreitetsten Wahnideen der heutigen Zeit ist, dass nur dem Realität zuzugestehen ist, was sich in der Sprache der exakten Naturwissenschaft definieren und quantitativ, mathematisch verifizieren lässt. Alles andere ist Illusion. Lesen Sie Skinner, da steht es in World War II und in Beyond Dignity and Freedom. Und das, worauf wir aufbauen, sind die Wertempfindungen. Und ich würde sagen, dass der religiöse Mensch danach zu definieren ist, dass er diese Wertempfindungen Gott sei Dank noch hat.